Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, warum gerade heute, warum jetzt und warum nicht früher oder später oder was weiß ich? Weil heute ein besonderer Tag ist und das seht ihr ja erstens schon hier an dem linken Symbol. Ich halte es nicht genauer drüber. Und wegen etwas anderem, denn es gab eine Rundmail. Und die möchte ich euch hier auf Server 6 mal zeigen, denn da habe ich das noch nicht angeschaut. Server 6, da habe ich... Nein, wir machen es auf Server 5, weil da habe ich Multitasking. So, zack, die Jubiläumsfeier, der Bürgermeister. Hallo? Ja, der Bürgermeister am Apparat. Humphrey Day feiert ein großes Jubiläum. Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier laufen allerdings alles andere als rund. Wir könnten noch etwas freiwillige Unterstützung gebrauchen. Kannst du einspringen? Aber natürlich, Herr Bürgermeister, wozu bin ich denn Held der Woche? Ja, es gibt diesmal 10 Fähigkeitspunkte und keine Donuts wie sonst immer. Sonst gab es immer 3 bis 5 Donuts. Diesmal gibt es 7 Tage Missionsbooster. Kostenlos obendrauf. Das ist nicht schlecht. Dann gibt es noch einen Sportanzug des Kung-Fu-Helden. Einmal eine USB-Schaumstoffkanone des Flächenschadens. Oder ein zufälliger epischer Gegenstand. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir für dieses Event machen müssen. Das Event geht nur 2 Tage, das heißt nur heute den 17.01. und morgen den 18.01. Deswegen sind die Missionen, die man machen muss, auch relativ easy. 20 Feuerwerkskörper besorgen, 20 Heldenkollegen motivieren und 10 Zeitmissionen abschließen. Das heißt im Endeffekt 10 Zeitmissionen abschließen, ganz normal. 20 Heldenkollegen motivieren, gehe ich mal davon aus, dass man, genau, Duelle führen muss, also 20 Duelle machen muss, egal ob gewinnen oder verlieren. Und 20 Feuerwerkskörper besorgen, das heißt in Missionen gibt es Feuerwerkskörper, die man finden kann und die man bis morgen Abend 24 Uhr an den Mann bringen muss. Also finden muss in Missionen, damit man hier alle 3 Untermission von diesem Event bewältigen kann und dann die angesprochenen Belohnungen bekommt. Des Weiteren gab es, es heißt ja nicht umsonst hier Jubiläumsfeier, denn es gab auch noch eine Rundmail, nämlich von Hero Zero höchstpersönlich. Hero Zero feiert seinen 4. Geburtstag. Hallo Herr Schlüpperstürmer, am 17. Januar 2016, dieser Tag ist heute, feiert Hero Zero bereits seinen 4. Geburtstag. Wir lassen ordentlich die Korken knallen und spendieren dir als Dank für deine heldenhafte Treue einen Gutscheincode für 10 Fähigkeitspunkte und einen 2-Stunden Heldensinn. Code HZ B-Day 2016. Du kannst den Gutscheincode bis zum 23. Januar 2016 über die Gutscheinoption im Zahnradmenü am unteren rechten Rand des Spielbildschirms einlösen. Viel Spaß und auf ein weiteres Jahr voller heldenhafter Taten. Das ist auf jeden Fall recht nice. 10 Fähigkeitspunkte gratis nimmt man gerne mit. Um ihn einzulösen, müsst ihr einfach hier unten auf das Zahnrad gehen, auf Gutschein, den Code reinkopieren oder halt reinschreiben, HZB Day 2016, einlösen und schon habt ihr den Gutschein erfolgreich eingelöst. Seid aber darüber, wie soll ich sagen, macht euch bewusst, dass es einen 2-Stunden-Booster, Heldensinn-Booster gibt. Also ihr habt dann 2 Stunden lang hier Heldensinn aktiviert und wenn ihr das jetzt gerade nicht aufbrauchen könnt, das heißt, wenn ihr den jetzt einsetzt, bevor ihr in die Schule geht oder so, wäre es sinnlos, weil dann die 2 Stunden Heldensinn einfach abweichen, also einfach leer geht, ohne dass ihr ihn nutzt. Also setzt den Booster, den Gutschein erst ein, wenn ihr den Heldensinn auch verbraten könnt, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Zocken und da kann ich den Heldensinn gut gebrauchen, um meine Energie neben den Trainingseinheiten runterzuspielen. Ja, was gibt es? Oh, kein Platz im Inventar, das ist nicht gut. Ja, was gibt es sonst noch so in der Welt von Hero Zero zu sagen? Eigentlich nichts. Ich bin jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen, wie soll ich sagen,
aktiver am Spielen. Also ich gehe zumindest, ich versuche zumindest jeden Tag mal reinzuschauen und ein bisschen zu spielen. Gerade jetzt, wo ich Spätschicht habe, geht das, solange ich nach meiner Spätschicht nichts vorhabe. Manchmal habe ich halt dann noch was mit Kollegen vor oder mit Freunden, ne, und dann komme ich halt einfach null dazu, mich in Hero Zero einzuloggen. Auf Server 5 habe ich den Champions-Rang leider wieder verloren. Wäre jetzt auch zu viel, diesen jetzt wieder zu bekommen in dieser Folge, aber ich bin auf jeden Fall dran, den wieder zurückzuerlangen, und es wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis ich auch hier auf Server 5 genauso wie auf Server 6, genauso wie auf Server 11 wieder Champion bin. So, dann für diese Folge habe ich geplant, abgesehen von der Jubiläumsfeier und dem neuen Event, was heute gestartet ist, wollte ich endlich die 100 Millionen verskillen, die auf Server 6 noch vor sich hin gammeln. Das kommt auch immer wieder als Kommentar bzw. als private Nachricht an, dass ich doch mal bitte, bzw. wann ich doch mal bitte, die 100 Millionen verskille. Und das werde ich jetzt in diesem Video machen. Hier ist natürlich auch die Jubiläumsfeier am Start, sind genau die gleichen Missionen, nur halt andere Belohnungen, weil ich hier nicht so ein hohes Level habe wie zum Beispiel auf Server 5 oder ein höheres Level auf Server 11. Deswegen sind die Belohnungen auf Server 11 niedriger. Puh, ganz schön viel zu sagen hier. So, würde ich mal sagen, wir verskillen jetzt die 100 Millionen. 3, 2, 1, alle halten sich fest und los geht's. In der Zeit, wo ich hier die 100 Millionen verskille, würde ich sagen, rede ich ein bisschen, was ich so weiterhin vorhabe auf meinem Kanal. Ich weiß ja nicht, ob es der ein oder andere schon gesehen hat, aber ich habe mein Minecraft-Projekt veröffentlicht. Minecraft Prismatic heißt das, denn ich spiele dort die Adventure-Puzzle-Map von Mental Block Gaming. Prismatic heißt sie, ist eine Solo-Adventure-Map, die man nur alleine spielen kann und geht auch nicht so lange. Also ich ziehe das jetzt schon über 3 Parts. Aber ich bin guten Mutes, dass im vierten oder im fünften Part ich endlich zum Schluss kommen werde. Die ist relativ kurz gehalten, aber halt wirklich sehr cool. Also ich finde die Aufmachung richtig cool und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viel Arbeit war, diese zu erstellen, weil es halt wirklich ziemlich viele mit, wie soll ich sagen, ziemlich viele Möglichkeiten gibt, sage ich mal, um die Welt zu verändern, und die müssen halt alle eingeplant sein. Die müssen halt alle irgendwie durch Common-Blöcke und Pistons und alles Mögliche da irgendwie integriert sein, weil es ist ja immer noch Minecraft-Universum. Man kann ja da nicht einfach sagen, also zumindest weiß ich davon nichts, kann man nicht einfach sagen, hier im Code, also man schreibt da eine Map im Sinne von einem Code und sagt dann, ja, der Block erscheint dann einfach. Nee, eigentlich ist so eine Map genauso aufgebaut wie eine normale Welt, dass man halt Pistons und Common-Blöcke und was weiß ich alles braucht, um da irgendwas zu verändern in dieser Welt. Und das wäre auf jeden Fall schon ganz schön eine harte Nuss, wenn man das alles machen muss. Ein Glück habe ich davon nicht so viel Ahnung, das heißt, ich werde sowas auch niemals machen, aber ich spiele sowas auf jeden Fall gern. Und wenn ihr Vorschläge habt, irgendwie zu anderen Minecraft-Adventure-Maps oder auch mal zu zweit oder zu dritt oder so, die ich ja mit meinen Kollegen zocken kann und aufnehmen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, gerne auch unter das Video oder halt unter Minecraft-Videos, ist mir egal. Ich werde eh alle durchlesen und dann wird sowas auf jeden Fall auch mal drankommen. Also die 100 Millionen zu verskillen ist auf jeden Fall mal wieder eine ganz schöne Aufgabe. Ich weiß noch, ich habe das mal auf Server 5 gemacht und da habe ich dann einen Time Loop reingemacht und da war das dann, ich glaube, trotzdem eine anderthalbe Minute lang oder so. Wo ihr dann zugeschaut habt, wie ich hier rumgeklickt habe, obwohl ich es verschnellert habe, aber irgendwie dauert das halt schon eine ganz schöne Ewigkeit. Aber wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt sagen, oh Scheiße, ich muss das jetzt ganz schnell hier vorüberbringen und sondern wir haben Zeit. Apropos Zeit. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder Lust zu streamen, auf jeden Fall auch gern Counter-Strike, weil ich halt Counter-Strike als eines der wenigen Spiele aktiv zocke. Ich versuche fast jeden Tag mal eine Runde zu gamen. In den letzten 2 Tagen ist es mir nicht so geglückt, weil ich halt einfach hundetot müde war. Aber heute wollte ich eigentlich wieder eins spielen, bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Es ist mittlerweile schon 2 Uhr nachts. Ich nehme jetzt gerade noch die Folge auf und naja, mal gucken, ob da noch jemand wach ist, der sich erbarmt, mit mir zu spielen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen streamen, aber ich weiß halt immer noch nicht, ob das mit meiner
PC-Spezifikation funktioniert. Ich habe jetzt mal meinen Computer am Montag, ist ja auch schon wieder eine Woche her fast, habe ich meinen Computer mal neu aufgesetzt, Windows 10 neu draufgeknallt und hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Ich hatte jetzt immer noch ein paar Probleme mit meinen Soundtreibern, also zumindest von meinem Logitech G930, das hat irgendwie immer Macken gemacht. Aber ich glaube, ich habe es jetzt langsam gefixt und das funktioniert wieder. Und wenn das dann auch mit meinem CPU funktioniert, dass ich da ordentlich ordentliche Performance hinbekomme, während ich Counter-Strike spiele und streame, dann wäre das auf jeden Fall eine Überlegung wert, demnächst mal wieder einen Stream anzustellen. Weil es fragen mich auch einige Leute immer wieder, ja, wann kommt mal wieder ein CSGO-Video? Und ich dachte gar nicht, dass das so viele Leute interessiert, aber anscheinend wäre das dann so ungefähr die gleiche Menge an Leuten wie die Leute, die meine Minecraft-Videos schauen. Und das wäre auf jeden Fall nett. Und da werde ich, wenn ich wieder Zeit habe, auf jeden Fall auch mal wieder ein Edit raushauen. Ich habe noch ein bisschen Material auf meinem Rechner liegen, aber komme halt leider nicht dazu, das zu editen. Auch wenn meine Edits jetzt nicht wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen, wie es so in Anführungsstrichen Profi-Edits, die dann schon mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage dran sitzen, braucht so ein Edit von mir, auch wenn da nicht wirklich viel dabei ist, braucht trotzdem, sag mal, eine Stunde ungefähr, brauche ich da bestimmt trotzdem, um so ein Edit fertig zu machen. Und die Zeit habe ich zurzeit leider nicht, weil man möchte ja in seiner Freizeit auch noch ein bisschen Spaß haben und nicht nur an Arbeit, beziehungsweise, naja, das Editen macht mir auch Spaß, aber ach, ihr wisst, wie ich das meine, glaube ich. Apropos Spaß, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so in die Lage ist mit dem Schnee und mit dem Wetter und so, aber bei uns hat es letztens ziemlich nett geschneit, jetzt nicht wirklich viel. Aber es war auf jeden Fall so eine Schneelage auf der Straße, beziehungsweise halt auch auf den Fußwegen und alles. Und ich bin dann nachts nochmal mit dem Auto unterwegs gewesen. Und es war halt so nice, weil ich so geil schlittern konnte. Natürlich ist es gefährlich und dann alle, die irgendwie den Führerschein machen oder gerade in der Probezeit sind, passt auf und fahrt langsam bei Schnee und alles Mögliche. Aber das ist wirklich eine nette Abwechslung, wenn man die ganze Zeit halt nur so am Normalfahren ist und dann sobald ein bisschen Schnee liegt, rutscht das Auto nur noch nach links und rechts und überall hin und man denkt sich, oh mein Gott, bitte passiert nichts. Und es ist auch nichts passiert, also könnte ich jetzt nicht mit euch reden. Ist alles gut und ich bin ja eigentlich, meiner Meinung nach und auch der Meinung meiner Freundin nach, ein recht sicherer Autofahrer und ja, hat sich noch niemand beschwert so wirklich, von daher passt das alles. So, die Hälfte haben wir schon geschafft, jetzt nach ungefähr 4 Minuten oder so. Das heißt, wir brauchen nur noch 4 Minuten, dann ist der Rest auch geschafft. Und dann haben wir endlich die ganzen Heldentaten bis zu 100 Millionen weg. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch höhere gibt als 100 Millionen bei dem Kaufrausch. Ich hoffe jetzt einfach nicht. Aber selbst wenn, ich glaube, auf Server 6 hätte ich es eh nicht geschafft, jetzt noch viel mehr anzusparen. Außer ich hätte jetzt noch ein halbes bis Jahr gewartet. Dann hätte ich schon die nächste Jubiläumsfeier hier feiern können. Ja, aber ist krass, dass Hero Zero schon 4 Jahre alt ist. Das heißt, vor 4 Jahren, ich weiß nicht, ob da der erste Server oder der Beta-Server online gegangen ist. Ich glaube, der erste Server war ja sogar so der Beta-Server so ein bisschen. Aber ich glaube, im Januar ist es richtig released worden. Die Beta fing ja, glaube ich, irgendwie schon so im August oder September an. In 2011 dementsprechend. Und so der richtige Release war dann im Januar 2012. Und ungefähr im Januar, Februar so habe ich dann angefangen mit Hero Zero auf Server 1, dann kam Server 2. Da habe ich dann den ersten richtigen Serverstart miterlebt. Auch mit meinem Team, Legendary. Nein, sorry, das war nicht Legendary, whatever. Es tut mir leid. Ich kann es gerade gar nicht mehr genau sagen, wie das Team hieß. War auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Da war halt Hardcore Heroes auch noch so voll am Stissel und am Abrocken. Ja, dann Server 3 Serverstart natürlich auch dabei gewesen. Server 4 Serverstart, obwohl ich auf Server 4 nicht allzu aktiv war wie auf den anderen Servern. Ja, und dann erstmal eine Auszeit gehabt und dann mit Server 5 wieder durchgestartet. Mit den Legendary Whatever, da sind sie dann gewesen. Mit Killer Mieze und allen möglichen Leuten. Das war eine Zeit, sage ich euch, die werde ich nicht vergessen. Auch wenn es nur ein Browser-Game ist, aber da. Auch in Browser-Games kann man sehr gute, sehr nette Leute kennenlernen, was ich sehr, sehr schätze.
Auch wenn man mit denen dann nicht unbedingt noch so den Kontakt pflegt, aber solange man das Spiel spielt und solange man in einem Team ist, ist man auf jeden Fall miteinander verbunden, sage ich mal. Auch wenn das jetzt ein bisschen schmalzig klingt, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Und gerade auch mit Lord Lörich, ne? Ich bin selten hier auf Server 5 und auf Server 6 aktiv. Ich versuche mich täglich zu den Teamkämpfen anzumelden, aber selbst das ist manchmal ein bisschen kritisch. Und da kommt selbst der Herr Lörich manchmal zu mir an und meint, hier, kannst du nicht mal auf Server 5 und Server 6 vorbeischauen? Und das ist halt so voll das chillige Verhältnis, ne? Das andere, die würden dann sagen, hier, du bist gekickt oder so, keine Ahnung. Aber er ist halt da immer ganz gechillt geblieben und versteht mich auch manchmal und weiß auch nicht. Das ist irgendwie eine recht nette Atmosphäre. Allgemein auch so mit Killer-Miete, mit der Kitty, Cat. Shit, wartet mal. Killer-Miete hieß sie auch, aber im Game hieß sie Kitty Cat. Kitty Cat 86. Genau. Mit der verstehe ich mich auch noch super. Sind öfters mal auf dem Teamspeak zusammen und zocken auch eine Runde. CSGO beispielsweise. Ha, das sind schon Leute, die sind ganz nett. Und da freut man sich auch, dass man die Leute kennengelernt hat und dass man mit denen was gemeinsam erreicht hat früher. So, und ich würde sagen, die 100 Millionen sind weg. Sie sind weg, Leute. Sie sind einfach weg. Kaufrausch, 25 Millionen ausgeben. Zack. 30 Millionen ausgeben. Zack. Oha, da sind einige dazugekommen, glaube ich, ne? 40 Millionen ausgeben, 45 Millionen ausgeben, 15 Belohnungen warten auf dich, Mensch. Fähigkeitspunkte, 302.000 Erfahrung. Ich habe die 275 erreicht. Wupp, wupp, ich habe 8 Donuts, das heißt, ich kann mir wieder ein Dings leisten, ein Fähigkeitsbooster. Das ist auf jeden Fall not bad. Das finde ich nice. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Fledermaus-Outfit, das packen wir mal rein. Dann, zack. Weg damit, das ist alles altes Zeug, das brauchen wir nicht. Das ist alles sehr große Minuswerte. So. Hey, komm. So, jetzt holen wir noch die anderen Belohnungen ab. Zum Beispiel dieses Set-Teil, 134.000 Münzen, 9 Fähigkeitspunkte, 340.000 Erfahrung. Da haben wir einfach mal wieder das nächste Level erreicht. Oha, einfach mal zwei Level für die Belohnungen, die wir hier bekommen. Nochmal 380.000 Erfahrung und nochmal ein Level erreicht. Oha. Und 20 Donuts. Das habe ich ja total vergessen, dass es bei den 10 Millionen, bei den 100 Millionen 20 Donuts als Belohnung gibt. Mensch, da habe ich jetzt wieder einen kleinen Vorsprung hier und kann mir auf jeden Fall den Fähigkeitsbooster für 2 Wochen gönnen. Und da tue ich dem Team auch was Gutes, wenn ich hier den Fähigkeitsbooster reinknalle. Das freut mich auch. Ne, ich bin halt auf Server 6 nicht mehr so aktiv, dass es sich lohnen würde, hier Donuts zu kaufen. Deswegen versuche ich mich immer mit Gratis-Donuts ein bisschen über Wasser zu halten. Und ja, ich würde einfach sagen, das habe ich bis jetzt geschafft und ich versuche halt so gut es geht, immer den 50% Booster aktiviert zu haben. So Leute, damit sind die 100 Millionen hier auf Server 6 weg. Diese Last, die auf meinen Schultern hing, habe ich endlich von mir getragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich nur ziemlich viel geredet habe und ihr Ingame jetzt nicht so viel gesehen habt, außer klick, 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 klick. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr lasst den Daumen nach oben da und denkt dran, wer so ein bisschen auf die Zahlen schaut, könnte vielleicht sehen, was demnächst kommen wird, beziehungsweise woran ich nebenbei auch noch arbeite. Nächste Woche ist es dann soweit. Seid gespannt und wir sehen uns. Tschüss, euer Schlipperstürmer.